Ich treffe gleich zum ersten Mal meine Stammzellspenderin. Ich bin total nervös. Ich merke gerade, meine Hände, die werden ein bisschen schwitzig. Wir hatten bis jetzt nur anonym Kontakt. Ich gehe jetzt gleich ins Studio rein und dann werde ich Sandra endlich kennenlernen. Ich habe gerade gar keine Worte. Ich auch nicht. Wann hast du dich eigentlich registrieren lassen für die DKMS? Ich habe mich 2018 registrieren lassen. Okay. Und 2021 war die Spende dann ja. Genau. Wann hat deine Und Erkrankung, wann wurde sie diagnostiziert? Silvester 2019. Man hat es mir nicht angesehen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich hatte nur starke Rückenschmerzen. Aber keiner hat an Leukämie gedacht. Wie war das? Was musstest du eigentlich durchmachen? Ich musste die Entscheidung treffen, sagen, ja, ich möchte das machen und irgendwie auch irgendwann ganz, ganz sicher zusagen, dass ich da nicht mehr abspringe, weil es für dich ja dann auch gefährlich geworden wäre, wenn ich abgesprungen wäre. Und dann bin ich natürlich auch sehr, sehr aufgeregt dann zu der Klinik gefahren, um da zu spenden. Ich war, glaube ich, 5 Stunden insgesamt angeschlossen. Also es tut nicht weh, aber es ist halt unangenehm. Ich war dann auch an dem Abend dann auch echt wirklich platt, aber am nächsten Tag habe ich schon gar nichts mehr gemerkt. Und dann haben die Echt so wirklich, schnell, ja. okay. Ich war noch 10 Tage davor oder ungefähr, war ich noch im Krankenhaus, habe nochmal Chemos bekommen, wurde darauf vorbereitet. Und mein Immunsystem war schon unten und dann habe ich die Zellen bekommen. Das war so eine ganz einfache Infusion. Infusion, genau. Okay. Ich glaube, es hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis man dann in meinem Blutbild so die ersten Zellen gesehen hat. Und es müssen Wirklich ja über wenig am 500, Anfang. über 500 sein. Toll, dass du jetzt so einen Neuanfang Genau. hattest. Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Alltag selbstständig beschreiten kann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal hier hinkomme, nochmal so eine Lebensqualität erreiche. Eigentlich geht es mir sehr, sehr gut. Es ist so einfach, sich zu registrieren und dann auch Spender oder Spenderin zu sein. Verglichen mit dem, was Sandra durchmachen musste, ist es für mich echt ein kleiner Aufwand gewesen. Und ich bitte euch auch, euch das durch den Kopf gehen zu lassen und euch zu registrieren bei der DKMS. Haltet durch, alles geht vorbei, ihr schafft das auch. Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Einem davon könnt ihr vielleicht helfen.